Die Region Aquitaine rund um Bordeaux. Kilometerlange Sandstrände, der raue Wind vom Atlantik und Weinberge, soweit das Auge reicht. Jedes Jahr treten hier Tausende zum weltberühmten Marathon du Médoc an, mitten durch die Gärten der schönsten Châteaux. Doch während des Laufs brechen mehrere Sportler zusammen. Der angesehene Winzer Hubert de Longueville ist auf der Stelle tot. Ein Fall für Luc Verlin, den seine Ermittlungen rasch hinter die Fassaden der edelsten Weingüter der Welt führen. Je mehr Luc erfährt, desto verzwickter wird der Fall. Ist der Mörder etwa sein bester Freund Ricard? Immerhin steckt der bekannte Winzer in ernsten finanziellen Schwierigkeiten. Luc Verlins neuer Fall, Château Mort, ist nach dem Bestseller Retour das nächste Werk von Alexander Oetker, das wir Ihnen vorstellen und das es wieder auf Anhieb auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Im kalten Berlin Fernweh zu bekommen, ist nun wirklich keine Schwierigkeit. Und Fernweh ist für mich gleichbedeutend mit Frankreich weh oder noch konkreter Aquitaine weh. Mit der Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer. Und was mache ich dann? Dann versuche ich mir Frankreich, mein Frankreich, irgendwie herbeizuzaubern. Und das Vermissen lässt schon nach, wenn ich die Produkte des Aquitaine spüren und schmecken kann. Die Austern hier aus dem Bassin d'Arcachon etwa. Oder die besten Tomaten und Artischocken aus der Dordogne. Und natürlich der Rote aus dem Médoc, wo sie die besten Weine der Welt machen. À votre santé. Und mit all den Gerüchen und Genüssen ist er da. Der Traum vom Aquitaine und all die Bilder kommen wieder. Der Traum vom Weltkulturerbe Bordeaux, von den alten Gassen, den prachtvollen Plätzen. Der Traum vom Strand in Lacanau-Ossian, die Kraft, die Wellen, der Atlantik. Der Traum von der Dune de Pilat, ein Monument aus Sand. Dazu der endlose Seekiefernwald. Durchatmen, aufatmen. Und der Traum der endlosen Weinfelder im Médoc und in Saint-Emilion. Reben, aus denen Genießerträume werden. Und wenn das Fernweh dann immer noch zu groß ist, ja, dann kann auch ich mich nur noch hinsetzen und Luc lesen und schwelgen. Auf 288 Seiten können auch Sie sich jetzt ins Aquitaine entführen lassen. Ich wünsche viel Spaß dabei. Zeit, Ihnen Alexander Oetker vorzustellen, in einem Gespräch mit Stefanie Wiener, die ihn auf der Buchmesse in Frankfurt traf. Ja, das war die Buchmesse, meine erste Buchmesse nach meinem Debüt mit Retour, dem ersten Buch aus der Luc Verlin-Reihe. Und da haben wir uns in Frankfurt ja auf der Buchmesse kennengelernt und festgestellt, dass Reisen und Literatur doch einfach wirklich eine sehr heilvolle Verbindung hat. Genau, genau. Und Luc Verlin, ich erinnere mich, war also dein Hauptperson, der Kommissar, der durch deine, man kann jetzt schon im Plural reden, herzlichen Glückwunsch, die durch deine Bücher absolut. Führt. Ja. Und du hast uns dein neuestes Werk mitgebracht und ich muss erstaunt feststellen, auch das hat es also irgendwie schon wieder hochgeschafft. Also ich weiß nicht, jede Welt weiß schon davon. Ja, also ja, es war ganz gut und auch in der ersten Verkaufswoche direkt in die Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste. Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte, von der man immer noch mich zwicken muss manchmal morgens. Ja, und da ist eben auch Luc Verlin wieder die Hauptfigur und das ist sein neuer Fall. Wir haben es hier, das Ganze heißt Château Mort, das tote Schloss. Genau, ja. Das Schloss des Todes. Oder ja. Das Schloss des Todes, ja. Ja, Luc Verlin ist die Hauptfigur natürlich, aber die eigentliche Hauptfigur, wie schon beim ersten Buch, ist natürlich Aquitanien, ist natürlich diese wunderschöne Region im Südwesten Frankreichs, Ferienregion für Touristen, auch aus Deutschland natürlich. Und ja, und die Weinberge und die Strände und das spielt, also eigentlich ist ja immer die Region der Protagonist der Bücher und das ist ja das Schönste eigentlich, ne? Für die Leute, sich dahin zu träumen. Ja, was mich also da sehr anspricht, muss ich ehrlich sagen, ich bin selber ein kleiner Gourmet und ich glaube du auch, weil ansonsten hättest du vielleicht dich nicht für dieses Foto entschieden, also wo man wirklich schon zugreifen möchte, vorne
diese Weinreben. Das heißt, ich vermute, ich habe das Buch ja nicht gelesen, aber ich vermute, dass der Wein in deinem Buch eben auch eine sehr tragende Rolle spielt. Ja, der Wein spielt in Aquitanien natürlich eine Hauptrolle und er spielt in diesem Buch eine Hauptrolle, genau. Die Weine des Bordelais, Château Pichon-Longueville von drauf, eines der großen Châteaux aus dem Médoc. Und das ist dieses, genau. Sehr, sehr schön da. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt quasi mit dem zweiten Buch auffährst? Also ich weiß ja, dass dein erstes Buch wirklich dein Debüt war, sagtest du auch eben schon. Wie muss man sich das vorstellen? Gerade du verbeißt dich auch so ein bisschen in Aquitanien, oder? Nö, es ist einfach eine Reihe, die, wenn sie gut funktioniert, dann eben immer weitergeht. Und da das erste Buch so gut funktioniert hat, dank den Leserinnen und Lesern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ja, machen wir jetzt immer weiter. Und da gibt es genug heitere Geschichten zu erzählen. Die Region ist noch lange nicht fertig und der Kommissar auch nicht. Was ist so besonders an der Region? Du hast mir bei unserem ersten Treffen hast du mir erzählt, dass auch deine Kindheit dich eben oft nach Aquitanien geführt hat. Wie nimmst du Aquitanien heutzutage wahr? Was gibt es da für... Was nimmst du so wahr? Ja, das ist, glaube ich, gerade die hipste Region in Frankreich. Dadurch, dass es dort wirklich einen großen wirtschaftlichen Aufschwung gibt, dass wir jetzt mit dem TGV viel näher an Paris dran ist. Also in 2 Stunden kommt man von Paris nach Bordeaux. Und Bordeaux einfach gerade die hipste Stadt in Frankreich ist. Die Leute reisen sich darum, in Bordeaux zu leben, da zu studieren oder da zu wohnen. Und es ist wirklich wunderschön. Und sie haben halt da alles. Du hast halt da alles. Du hast diese alte Stadt mit so viel Kultur und so viel Möglichkeiten, toller Gastronomie. Du hast die Weinfelder rundherum im Bordelais, die Anbaugebiete. Und du hast 300 Kilometer Sandstrand bis runter zur spanischen Grenze. Und die Region, die all das zu bieten hat in Frankreich, die muss man mir mal zeigen. Das hat eben nur Aquitanien zu bieten. Und da hat die Bretagne auch viel zu bieten. Aber das in dieser Fülle und mit diesen Gourmet-Köstlichkeiten auch noch da, ist, glaube ich, Aquitanien schon einzigartig. Selbstverständlich haben wir auch uns überlegt, Alexander, der war jetzt schon so oft da in Aquitanien, aber was ihm im Tourismus aufgefallen? Also wir sind ja hier bei Happy Home und Home heißt Heimat. Also für dich ist ja Aquitanien auch so eine halbe Heimat. Ich habe schon Gerüchte munkeln hören, du würdest eventuell so auch nach Frankreich ziehen wollen. Naja, das stellen wir mal noch ein bisschen zurück. Da hoffen wir mal, dass ganz viele Leute die Bücher kaufen. Dann geht das vielleicht irgendwann. Das ist, glaube ich, eher so ein Alterstraum. Naja, klar, also es ist halt einfach ein unglaublich Tourismusgebiet und das ist eben das, was Literatur und Reisen verbindet und was ja auch die französischen Tourismusverbände nach und nach verstehen, dass eben die Deutschen über Krimis sich in die Regionen träumen. Das hat in der Bretagne schon gut funktioniert. Das funktioniert in Périgord mit den Krimis von Martin Walker und es funktioniert jetzt eben auch rund um Bordeaux. Auch wegen dieser Bücher, was natürlich echt eine unglaubliche Ehre ist, da quasi der Botschafter dieser Region sein zu dürfen für die Leser hier in Deutschland. Ja. Und da ist einfach natürlich ein unglaublicher Run. Und wir erleben das, dass eben ja auch eine große Sehnsucht gibt bei den Menschen, in sicheren Gegenden Urlaub zu machen, in Gegenden, die vielleicht nicht ganz so weit entfernt sind, die nicht mit unglaublichem Flugreisestress verbunden sind. Und da ist einfach Frankreich als Reiseland ein Riesenplayer, der sich da weiterentwickelt. Also du bist wirklich ein Testimonial dieser Gegend geworden. Ja, ich höre das schon raus. Ja. Da spricht richtig viel Herzblut. Alexander, sag mal, du hast gesagt, die Reihe geht weiter. Also das ist jetzt nicht, es wird nicht beim zweiten Buch bleiben, sondern du schreibst ein drittes. Wo schreibst du das? Das schreibe ich eben zwischen diesen zwei Welten. Das schreibe ich natürlich einmal in Berlin, in meinem Lieblingscafé. Und dann ist es aber im Sommer dann durchaus noch schöner, am Strand zu schreiben und das dann eben in Frankreich zu tun. Und dann, ja, geht's nach Frankreich mit Sack und Pack und Family. Und dann zieht man sich irgendwo in ein kleines Refugium zurück, irgendwo möglichst nah am Meer. Und da schreibe ich dann. Also ich finde ja auch immer so herrlich in deinen Büchern diese Landkarten. Ja, die sind toll. Also die sind, ja, sind also wirklich toll. Da sehe ich ja auch schon wieder Schlösser und Wein und es hat einfach mit so viel Liebe gemacht und das ist einfach wirklich toll vom Verlag, da auch wirklich immer wieder zu sagen, wir nehmen da wirklich die besten Illustratoren, die wir kriegen können und machen da so schöne Karten, das ist toll. Ja. Also wirklich herzlichen Glückwunsch, ich bin ganz neidisch, weil du sagtest, du fühlst ja quasi ein Doppelleben, aber da hast du aber auch wirklich schon gleich wieder vorgelegt. Ja. Ja, wie gesagt, also meine letzte Frage ist eigentlich noch, führst du uns eigentlich in Zukunft auch vielleicht mal in irgendwelche anderen Länder, weil also ich ja es hat schon jetzt sagt, ganz gut. Ja, jetzt hat jetzt ja alles ganz gut geklappt und dank des Buchhandels und dank dieses tollen Verlages ist es ja schon so, dass die Leser offensichtlich gutieren, was ich da schreibe und es wird eine zweite Reihe geben, die ganz woanders spielt, ein bisschen weiter im
Osten, aber sehr warm im Osten. Aber dazu können wir erst am Ende des Jahres wirklich mehr verraten. Wir sind gespannt. Wir bleiben in Kontakt. Und wir würden uns freuen, Alexander, dich wieder hier im Studio begrüßen zu dürfen. Sehr oder gerne. Wer weiß, wo sonst oder noch. Vielleicht, auf der Buchmesse. Es gibt so vieles innerhalb des Tourismus, wo man sich da auf die Füße tritt. Ich freue mich, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Alles Gute so lange für dein Buch und für dich selbst. Na, da sind wir mal gespannt. Sie haben auf jeden Fall die Gelegenheit, bei der Lektüre von Luc Verlains Fällen Aquitaine und Arcachon kennenzulernen.